Da wären wir wieder zu einer weiteren Folge zu Outlast. In der letzten Folge sind wir ja... Ach ja. Jetzt mal hier rüber springen. Das kennen wir schon, aber... Machen es einfach nochmal kurz, weil... Ja. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to let me get out through the kitchen. Okay, und da, also Notiz kriegen wir jetzt nicht mehr, da kann man nicht durch. Ist das hell, Alter! So. In der letzten Folge werden bestimmt einige gesehen haben, ey, da lag doch eine Akte auf dem Tisch. Ich weiß, die hole ich mir jetzt noch schnell. Weil ich gucke ja meine Folgen auch immer ein bisschen. Sieht man mich? Sieht man mich? Ja, man sieht mich. So, wirklich lang. So, und da liegt sie nämlich, die alte Potte hier. Eine neue Akte. Über mein Headset gucken, hier über mein Mikrofon, dann sehe ich das nämlich nicht. Dokumente, Merkblatt zu psychopathologischen akuten Belastungsreaktionen. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Nee. Kannst du vergessen? So, hier nochmal da. Brauchen wir jetzt nicht das Nachtsichtgerät? Wir gehen jetzt einfach jemanden nach links. Mal kurz die Finger angucken hier. Oh, hat er uns richtig gut erwischt. Der alte Rick Traeger. Der Freizeitarzt. Der es mal gerne in seiner Freizeit tut, alles. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil in der letzten Folge hat irgendwas hier geknurrt. Und jetzt kriege ich gerade wieder richtig Muffensausen. Speichert. Okay. Okay. Ich denke mal, wir müssen hier mal lang. Es ist kein Wasser im System. Öffnen zuerst die zwei Ventile. Okay, das heißt, wir müssen... Es ist kein Wasser im System. Ja, okay, wir müssen erstmal das Wasser anschalten. Boah. Nein. Nein! Er ist wieder da. Der Specknacken ist on the way. Kommt er hier lang? Jo. Wir haben gerade gespeichert, wir sind mal ein bisschen mutig. Alter Penner, ey. Ist doch erstmal losgejumpt. Na? Schau, wie wascht deinen Bauch. Super Liebe auf Extremen. Macht ihr mal weiter? Will ich gar nicht weiter stören. Was knallt denn die ganze Zeit so?
Okay. Du bleibst halt mal deinem Kumpel und wäschst ihn weiter den Bauch. Ich mach so lange das Ventil auf. Oh. Gemeinschaftsdusche extrem. Was ist mit dir denn los? Du kommst auch noch dran, mein Freund. Du wirst auch noch gewaschen. No complaining now. We have to wash every little part. Wer ist ein Zauberer, Bibi? Ja, das bist du. Ja, alles ist gut. Oh Gott, Mann. Junge. Ja, die sind alle sowas von neben sich. Die sind so weggetreten, die Leute. Ja, das hat uns nicht so zu interessieren. Jetzt müssen wir erstmal hier den Specknagger erstmal irgendwie... Es kommt um die Ecke. Und wieder zurück. So. Kratze ich mir auch mal kurz den Bauch. Hab grad Lust bekommen irgendwie. Ach komm, auch ein schönes Bäuchlein. Könnte man auch den Bauch mal ein bisschen kraulen. Ich traue mich da nicht lang zu rennen, weil ich weiß nicht, ob da irgendwo eine Stelle ist, wo man sich verstecken kann. Okay, du läufst da, mein Freund. Hier haben wir anscheinend von nichts. Scheiße, Mann. Gar nichts ist hier. Nee. Klasse. Wow. Eine Batterie? Nein. Oh, genau das meinte ich. Steht erstmal um der Ecke. Geh weiter, Junge. Hey, wo ist der denn jetzt? Wo ist er? Ich höre ihn aber auch nicht mehr. Ach, da hinten ist er. Der hat doch hier geraschelt. Wie schnell ist denn der Junge? Der flinke Wiener. Anscheinend müssen wir jetzt da rein. Definitiv müssen wir da jetzt rein. Und ich glaube nicht, dass er es uns so einfach macht. Weil er hat uns nämlich lieb, hat mir letztens bei Facebook geschrieben, dass er mich ganz toll findet, hat mich sogar öfters angestupst. Genau da müssen wir rein, Junge, ey. Und eine Batterie. Okay, da hängt jemand von der Decke. Scheiße.
Hätte ich mal die Tür nicht zugemacht, Mann. Nein! Ich Idiot. Jetzt verstecke ich mich auch noch im Schrank. Jetzt weiß ich nicht, ob er... Okay, er kommt. Wenn er mich jetzt rausreißt, renne ich nach rechts, dann nach links. Nee, nach rechts. Hahaha. Ich bin mutig geblieben. Aber leck mich am Arsch. Scheiße. Scheiße! Wow, der Schatz geht auch vor mir! Ach du Kacke! Wow! Na machst du! Na! Na! Mit deiner Weicherchen! Ach, ich muss ja eh lang. Hahaha. Boah. Geht's denn hier lang? Mann! Boah, verdammte du mieser. Boah, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Scheiße. Boah. Oh, erstmal ein Müsli. Finger. Hey, das sind ja vielleicht meine. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißer. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Ja, nimmst du einfach deine zwei mit, dann klebst du die dran und dann hast du wieder neue. Boah, ey, nein! Du bist ein böser Bube. Geht's jetzt eigentlich lang hier? Hier scheint wohl nichts mehr großartig zu sein, außer hier Kumpel. Er reicht mir die Hand. Guten Tag, hallo. Oh. Oh, ein richtig geiler Bart. So einen wollte ich mir auch wachsen lassen, aber irgendwie wächst bei mir der Bart nur so, wie er will. Da haben wir eine Coke. Und da gibt's nichts zu futtern. So, ich denke mal, das war's aber noch nicht. Ich werde mich auf jeden Fall gleich für Shelly nochmal erschrecken. Weil Specknacken lässt doch so nicht locker. Oh. Naja, macht mal da draußen. Ich nehme erstmal ein schönes Dokument an mich und Programmauszug M-Cultra. Was war das denn jetzt? M-Cultra Programm, bla bla bla, CI Murray, Dr. 410, Blum, Blum, an Akte betreff, Sonderprojekte,
Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlafinduktionen und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Erstens. Drittens. Alles klar, ich finde ein paar Seiten auf anscheinend. Seite 1, 5, okay. Drittens. Können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Fragezeichen. 7. Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens. Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? 17. Funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Also wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr die ganzen Leute ein bisschen da rumgefummelt habt an denen. Auf jeden Fall haben sich Leute auf jeden Fall verändert. Definitiv sind die bekloppt im Schädel. Wow. Wenn man einen Typ da sieht, der Human Baby, komm, ich wasche den Bauch erstmal ordentlich mit Seife ab. Der ist ja schon mal echt mal neben der Rolle, der ist nicht mehr... Oh, junge Mann. Ist aber geil gemacht, so mit den Augen. So, da haben wir... Okay, ich dachte, wäre wieder eine Akte. Oh, ich zitter richtig. Nicht, weil mir kalt... Kalt ist es auch, aber... Bin gerade so dehydriert. Neues Ziel. Suche Vater Martin. Ihr wisst Bescheid, was beim nächsten Mal abgeht. Wenn wir ihn gefunden haben, dann geht's erst richtig los. Oh, ich sehe gar nichts. Oh, mein Gott. Oh, da ist Licht. Oh, 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 oh. Nein, scheiße Batterien. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Geht's denn hier lang? Ah, oh, scheiße. Have alive eine Akte einfach mal hier auf dem Boden. Einfach mal cool. Ja, lad nach, Alter. Wenn es dunkel ist, ist immer gut. So, ich hoffe, so gehen die Batterien nicht weg. Unser persönliches Kreuz. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Mit dem Kreuz wissen wir alle, was gemeint ist. Abgeschlossen. Oh, mein Auge. Mein Auge! So, jetzt geht's wieder. Hier scheint wahrscheinlich auch... Ja, hier ist auch zu. Ach, ist ja klar, dass die draußen auch welche sitzen. Aber trotzdem habe ich immer noch keinen Plan, wo wir lang müssen. Aber hier war doch eben noch ein Licht. Das kann es ja nicht gewesen sein. Es hat sich ja richtig bewegt, als würde jemand mit der... Wow. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ich glaube, das war der Warrider. Warum hat er uns nicht angegriffen? Ist er ein guter Junge oder ist er ein böser? Okay, da kam. Jetzt gehen wir mal kurz da lang. Ich weiß gar nicht, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo wir langlaufen. Ist hier irgendwo eine Batterie? Nein, natürlich nicht. Aber hier haben wir eine Batterie. Mit besten Grüßen aus der Anstalt. Mal kurz am Hinterkopf kratzen. Okay, scheint wohl nichts mehr zu sein. Also weiter geht's. Was ist denn los, Junge? Was ist denn los? Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig.
Es ist alles gut. Okay, weiter geht's. Wir haben es geschafft, wir haben das Feuer gelöscht, sind vom Specknacken mal wieder geflohen, der uns mal wieder auf dem Fersen war, hat uns dann noch in einer Küche einer erschrocken, dass wir alle wieder richtig kräftig wach sind. Sind jetzt auch draußen in diesem Waldpark oder was es sein soll und haben den Warrior gesehen und müssen jetzt versuchen, da zu entkommen. Also ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es wieder heißt Outlast. Also bis zum nächsten Mal. Chase here, bud.